Gottesdienst im Grünen. Am Sonntag versammelten sich zahlreiche Gläubige auf dem Landesgartenschaugelände im Himmelszelt, um gemeinsam den ökumenischen Tag der Schöpfung zu feiern. Dieser stand in diesem Jahr deutschlandweit unter dem Motto, damit ihr das Leben in Fülle habt. Bischöfin Beate Hofmann, Weihbischof Karl-Heinz Dietz und Erzpriester Martinus Petzold betonten, dass gerade in Zeiten von Klimawandel, Kriegen und anderem von Menschen verursachtem Leid die Zusage Gottes, dass mit ihm ein Leben in Fülle möglich sei, zusätzlich Hoffnung und Trost bedeute. Der ökumenische Schöpfungstag als solcher wurde in Deutschland im Jahr 2010 auf dem Münchner Kirchentag proklamiert und bildet die zentrale Feier der Schöpfungszeit. Diese geht vom 1. September bis zum 4. Oktober und greift schöpfungstheologische und umweltethische Fragestellungen auf. Sie soll vor allem daran erinnern, die Schöpfung Gottes zu bewahren und angesichts ihrer fortwährenden Zerstörung konkrete Schritte zu ihrem Schutz in den Mittelpunkt zu stellen.